Hallo Leute, willkommen hier bei Hausflipper. So, beim letzten Mal habe ich ja blöderweise gemerkt, dass mein Haus weg ist, wo wir in den letzten Parts dran gesessen haben. Ich habe nur hier meine YouTuber-Hütte. Und ich hatte keinen Bock, das ganze Haus nochmal von vorne anzufangen, obwohl es richtig cool geworden wäre. Ich schwöre, allein die Küche war episch. Aber deswegen müssen wir uns jetzt irgendwie die Zeit vertrödeln bis zu dem Garten-DLC und ich möchte dieses große Haus, es war das hier, das teuerste Haus, nicht nochmal von vorn anfangen. Und wir schauen jetzt in dem Part, ob wir das Geld für dieses Haus hier zusammenbekommen. Weil ich glaube, das ist noch größer. Und vielleicht nehmen wir dann sogar das, auch wenn ich es schade finde, das eine habe ich so modern eingerichtet, nur mit dieser Küche. Egal, wir schauen mal. Wenn ich jetzt... Beim letzten Mal waren wir bei dem Haus für 100... Das hier? Nee, das nicht. Preis. Wir nehmen jetzt mal das. Aber da kann man nicht viel aufräumen. Guck mal, das sieht doch schon gut aus. Huh, nein. Kam mir gerade vor wie beim echten PC. Aus Versehen das falsche Programm geschlossen. Das war nämlich ein... Oh, das ist bestimmt das Halloween-Haus, ne? Aber das gibt es ja jetzt sozusagen nicht mehr. Ich weiß nicht, wir haben keine Bilder. Wir wissen nicht, wie es drin aussieht. Das sah ja auch nicht so schlimm aus. Rosa, Alter! Wieso will man das Haus kaufen? Wenn das... Ist doch, sieht doch alles sauber aus. Kann ich ja nicht mal mit Aufräumen irgendwie was erreichen. Auf jeden Fall, komm, das hier sollte doch mal ein Kindergarten rein, ne? Und mit Bunker im Keller. So, kaufen wir 131.000 und ein paar zerquetschte. Wechseln zu. Mit Carport. Ein einfacher Teppich. Wir kaufen Häuser, um zu putzen. Was sind denn das hier? Heißt... Ah, ist das... Warte. Oh, ich habe eine Verbesserung. Ernsthaft? Ja. Oh, cool. Ey, sag mir nicht. Das Garten-DLC ist schon draußen. Nee, bald verfügbar. Weil, ich war jetzt überrascht, weil hier oft im Garten schon so angezeigt wird. Hier so Blumenkübel. Wahrscheinlich ist das schon mal so ein bisschen vorgepatcht. Kann man das so sagen? Alter, hier können wir richtig schön aufräumen. Ich dachte schon, warte mal, kenne ich das Haus nicht? Nee, ne? Ne, ne, das war nichts. Das war was anderes. So, erstmal den Müll. Boah, hier sind Kakerlaken, Alter. Und auch ein Keller. Alter, hier ist er richtig... Ey, das bewegt sich! So. Oh, auch wieder ein großer Bunker am Start hier. Die Mülltonnen weg. Sogar mit Küche hier unten drin in dem Bunker. So. Achso, ich bin auf der Leiter. Das ist so richtig Kasernen-Style hier. Kaum Platz. Ich glaube, der ist schon so gut, wie es geht, ne? So, putzen. Rekruten angetreten. Und putzen. Da will ich nicht hin. So. Und wer zuletzt im Ziel ist, bei dem heutigen Auftrag, oder bei dem heutigen Marsch, muss das Klo putzen. So, der kann noch einen nach hinten hier, guck. Perfekt.
Irgendwie ein bisschen blöd, aber egal. Ist nur ein Bunker. So, hier, die Küche putzen. Ey, das ist so richtig dreckig alles. Aber ich mach sauber. Wo ist denn hier bitte der Dreck? Ach, da oben. Jetzt hier unten. So, schön. Hä, wo laufe ich hin? Hä? Ach so. Das sah komisch aus. Zählt das alles noch dazu hier, oder was? Guck mal, da ist doch noch irgendwie in der Ecke da hinten, ne? Wir putzen von Raum zu Raum und dann verkaufen wir die Bude. Oh, bestimmt fett Geld. Wie gesagt, Fenster putze ich nicht. Aber wir testen es gleich mal kurz, weil irgendwas wurde da gepatcht. Letzten Part, ich weiß nicht, was war das? Keine Ahnung. Ich glaube, wenn man über den Rand hinaus gekommen ist, dann hat das immer so ausgebremst, so komisch. Mal sehen. Oh, das wurde verlangsamt. Aber dafür geht's besser. Ja, doch. Finde ich cool. Lässt sich viel besser handeln, so. So, kommt her, meine lieben Freunde. Los, rein, rein. Da hat jetzt auch eine Bewegung, ne? Beim Staubsaugen, so vorn zurück. Irgendwie ein bisschen doof. Guck mal, AI unterm Teppich. Da kam der da raus. Alter, sind die hartnäckig. Komm, warte mal. Oh, ich dachte, da wäre jetzt noch voll das Nest, ey. So, Staubsaugen. Weg mit euch. Genau, jetzt geht's auch hier. Ein Kakerlakennest ist zerstört. Kann sich eigentlich von den Viechern ernähren. Weil ich da gerade so einen Prepper sehe, links. So, alle weg. Weil wenn man sich von den Viechern ernähren kann, die überleben ja alles. Sagt man ja so, ne? So, haha. So, wo ist der? Boah, ist das eklig, ey. Guck mal. Oh, ich bin voll reingetreten auch noch. So. Staubsaugen. Boah, das geht ab gerade. Hui, das geht gut. Komm. Kommt mal da weg, du. Ihr Kakerlaken. Ob das besser ist, wenn man ab und ansetzt wieder hier so? Ein Kakerlaken-Nest ist zerstört. Guck mal, das ist ein bisschen verbuggt. Hier war es dann weg und da zieht er nicht rein. Egal. Juckt mich nicht.
Keine Ahnung, warum man hier so eine Küche hat. Das ist richtig hässlich. So. Aber der Raum ist sauber. Ja, da geht's raus hier. Ein bisschen Luft können wir auch reinlassen in die Butze. Ja, da geht's weiter hier. Guck mal. Und schrubben. Allein mit Putzen, Alter, wirst du reich hier in dem Spiel. Komm nicht dran. Ist bestimmt dahinter, oder? Ist das noch Schmutz jetzt? Hä, guck mal, das sind Küchenmöbel, oder? Das sieht so aus. Oh, jetzt habe ich da irgendwas. Ach, das war noch Müll. Hasi! Lol. So. Raum ist fertig. Putz, putz, Putzteufel. Ich bin der Putzteufel. Und ich putze. Ja, ich bin, weiß nicht, wie ich da hinkomme. Die eine Ecke da. Soll gleich nochmal gucken. Muss mal richtig gucken. Ja. Und zwar hier irgendwie. Ach, da oben. Guck mal an. Da kommt er hin. Geil. So, alles ist sauber. Nein, nicht alles. Ach, geh doch nicht immer da hoch. Sauber, sauber. Aha. Jetzt. Cool. So, ich bin gespannt, ob wir jetzt dafür Geld kriegen. Und wenn ja, wie viel? Also Geld kriegen wir. Die Frage ist nur, 131 haben wir ausgegeben. Starte. Hundertvierzig, auf jeden Fall schon wieder plus. Und ich habe das Gefühl, je teuer das Haus anfangs ist, für wie viel Geld ich es kaufe, umso mehr ziehe ich dabei raus. Nee, okay, 39.000. Das gab keine Herausforderung. Wir haben jetzt 420.000, damit haben wir die Kohle zusammen für das neue Haus. Wir könnten eigentlich das Haus kaufen hier. Dann machen wir so im Grinch-Style die ganze Weihnachtsdeko weg. Na, guck mal, da ist auch Spielzeug. Aber ich würde sagen, das war's für heute. Ein bisschen kürzerer Part, aber egal. Ich bedanke mich fürs Einschalten, gebt einen Daumen nach oben und wir sehen uns im nächsten Part. Haut drin, bis dahin. Tschüss.